Okay. Wächter? Oh shit. Die scannen mich. Ja, aber sie greifen nicht an, ne? Ah, jetzt doch. Brauche ich dir mal einen Blitzwerfer? Ist der denn gut? Willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. So, wir waren ja mal da stehen geblieben. Bei der einen Mission, nochmal gucken. Diese hier, dass ich nämlich hier auf der Weltraumanomalie Hilfe suchen soll. Da unten rechts sehen wir das. Aber irgendwie bei dem Datentypen nichts abgeben können. Und mir hatte jemand geschrieben in die Kommentare bei einer der letzten Folgen, es könnte daran liegen, dass ich gerade aktuell nichts zum Abgeben habe, weil ich schon alles abgegeben habe, was ich bis zu dem Zeitpunkt gescannt hatte. Deswegen werde ich jetzt einfach mal irgendwo einfach mal auf einem Planeten, wenn ich denn jetzt mal sehe, wo mein Schiff ist. Ach, das hier. Hä? Okay. Ich werde jetzt einfach irgendwo mal auf einen Planeten fliegen. Oder ich könnte hier lieber durch mein Portal zu meiner Basis. Nee, komm. Das war falsch. So, komm, ich fliege mal eben irgendwo auf einen Planeten. Irgendwo, wo ich noch nicht war, am besten. Scan da mal eben 1, 2, 3 Sachen. Und dann hau ich wieder hier zum Nexus ab und guck mal, ob ich dann dort irgendwas abgeben kann. So, ich hab leider keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Da ist eine Raumstation. Boah, ich weiß auch nicht, wo ich schon war. Und steht das damit bei? Gucken. Canap Primus sagt mir jetzt so auf den ersten Blick eigentlich nichts, aber das hat da nichts zu bedeuten. Notfallübertragung im lokalen Weltraum entdeckt. Verringere das Tempo, um den Sender abzufangen. Oh, verlassenes Schiff. Notfallübertragung. Antworte mit X über den Kommunikator. Oh, das riecht nach Weltraumfight. Das Schiff sendet immer wieder dieselbe Nachricht. In einer Endlosschleife. Die Botschaft hat sich mit der Zeit zersetzt, doch in dem Rauschen sind noch verwendbare Koordinaten auszumachen. Koordinaten akzeptieren. Ich schalte meinen Empfänger aus und gebe die Koordinaten in die Navigationssysteme meines Raumschiffs ein. Ja, ein letzter Check zeigt keine Lebenszeichen, keine weitere... Oh, ich muss abbremsen. So, okay, okay, okay. Oh, nein. So, ja, und jetzt? Bin ich hier irgendwie? Erreiche die markierte Position. Ach so, das ist hier gar nicht. Ach, guck mal an, das ist da hinten. Was ist das da für ein Symbol? Zeigt er mir gar nicht an. Da ist irgendwie meine Basis. Na gut, fliegen wir da mal eben hin. Ein kleiner Umweg. Aber vielleicht ergibt sich dann hier auf dem Planeten was. Ach nee. Das ist der. Das ist mein, quasi mein Heimatplanet, ne? Ja, okay. Hier noch was zum Scannen zu finden. Könnte dauern. Okay, hier soll ich sogar ganz runter. So, mal ein bisschen mit Vollgas hier runter. Landesequenz. So.
So, mal gucken, wie weit ist das jetzt weg? Wie weit bin ich drüber geflogen? Ach, du hast mich aber erschrocken. Den habe ich schon gescannt. Ich brauche irgendwas, was ich noch nicht gescannt habe. Irgendwas. Ah, da haben wir schon was. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine jetzt schon reicht. Noch was wäre vielleicht ganz gut. Aber ja, ich habe hier natürlich schon einiges gescannt. Hier was zu finden ist, glaube ich, ja, so gut wie unmöglich. So, bin ich jetzt komplett drüber weggeflogen oder wo ist mein Ziel jetzt? Mal eben gucken. Hier. Die markierten Koordinaten erreichen. Okay, Quest ist aktiviert. Ich bin hier ein bisschen drüber geflogen, also müsste das doch hier sein. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hm. Wo ist denn dieses Symbol? Das ist weg, dieses Piratensymbol. Da ist meine Basis. Da hinten haben wir eine uralte Ruine, das kann die aber eigentlich nicht sein. Dann, aber eigentlich sollte das genau hier sein, aber ich steige einfach nochmal ein. Was soll der Geiz? Und drehe einmal. So, jetzt einmal ganz ruhig bleiben. So, einmal drehen. Da ist der Totenkopf, da unten. Okay. Dann war ich ja gar nicht so weit entfernt. Können wir hier vielleicht direkt landen? Noch ein Stück weiter. Hier so. So, hier unten soll das jetzt direkt irgendwie sein. Es ist ein bisschen komisch, dass mir das jetzt nicht mehr so angezeigt wird, finde ich. Das ist echt komisch. Aber ich soll doch bestimmt hier... Nicht identifizierte Pflanze, aha. Nehmen wir mit. So, jetzt sagt ihr mir ja hier mit dem Gerät, ja, okay, da kann man das auch finden, aber ich würde es toll finden, wenn ich hier direkt so einen Punkt finden würde. Aber das sollte doch eigentlich hier sein, oder? Warum zeigt er mir jetzt da hinten an? Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen graben, oder? So, vergrabene Mineralienformation. Das sieht doch schon mal nach was aus. Leuchtendes Mineral gibt es hier. Okay, war aber nicht das, was ich gesucht habe. Ich nehme jetzt den ganzen Planeten auseinander hier. So, ich bin kurz rüber geflogen. Wo ist denn mein Flugzeug? So. Da bin ich gelandet, mal gucken. Hier bin ich gelandet, genau, und eigentlich war es genau hier unten. Hier bei diesem Ding. Stimmt, bei diesem Ding war es irgendwie.
Aber wie man sieht, bin ich hier tatsächlich. Also ich bin mir sicher, dass das genau hier war, dieses Piratenzeichen. Aber ich muss wahrscheinlich tatsächlich hier, wo das Gerät mir sagt, da musst du hin, geschätzte Entfernung. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich dahin. Ich laufe jetzt einfach mal. Wenn ich mich gleich umdrehe, vielleicht zeigt er mir dann auch. Nochmal das Piratending an. Nee, eher nicht, ne? Ich habe das ja da quasi mit dem Loch markiert. Nee, jetzt sagt er mir. Oh, der ist da reingefallen, glaube ich. Jetzt sagt er mir tatsächlich nichts, was das angeht, okay. Zielscan in die Richtung. Okay, das ist echt mysteriös. Wo der mich jetzt hinschickt hier. Ah! Ist das das, wo ich schon mal war? Mit dem Typen, den ich geholfen habe, der dann weggeflogen ist? Ist das das, wo ich hin muss? Signal wird festgelegt. Signal-Echo-Koordinaten erfasst. Standortdaten von verlassenem Schiff erhalten. Da ist Totenkopf. Okay, das ist aber jetzt wirklich komisch. Der hat doch den Totenkopf da hinten angezeigt. Und jetzt muss ich dann aber hier ganz hin. Okay. Das ist wirklich komisch. Na gut, dann Notrufsignal. Ich meine, ich wollte ja ein paar Sachen scannen. Auf irgendeinem Planeten. Und jetzt hat sich das hier so ergeben. Und ich bin da jetzt auch beim selben Ergebnis. Von daher, so Protokoll herunterladen. Ich versuche aus dem Protokoll des verlassenen Schiffes zu retten, was ich kann. Cockpitaufnahme wiederherstellen. Unter den endlosen Daten, den unzähligen Warnungen und Fehlermeldungen ausgelöst durch die Flammen, die das Schiff verzehrten, befindet sich das Fragment einer Aufzeichnung, ein Einblick in die letzten Momente des Raumschiffs. Plötzlich verändert sich die Stimme, die gedämpften Rufe des Piloten verklingen, durchschnitten von Worten in einen klaren und kraftvollen Ton. Das ist echt mysteriös. Das Ende der Nachricht wird von einem eindeutigen Navigationssignal begleitet, einem Treffpunkt, aber für wen? Treffpunktsignal nehmen? Okay. Wächter? Oh shit. Die scannen mich. Ja, aber sie greifen nicht an, ne? Ah, jetzt doch. Brauche ich denn mal einen Blitzwerfer? Ist der denn gut? Was ist jetzt hier? Akku alle? Gibt's doch jetzt nicht echt. Die heilen sich gegenseitig. Was zur Hölle? Und der Blitzwerfer, habe ich hier so Pause? Multiwerkzeug, Blitzwerfer hat keine Muni mehr. Minenlaser, Kampfwiese, Blitzwerfer.
Achso, da brauche ich den Atlas für. Einfach mal looten, während man angegriffen wird. Aber ich glaube, ich bin noch bald des Todes. Was haben wir hier? Oh. Oha, kann ich das alles nehmen? Kritisch beschädigt. Vergleichen. Ach so, links mein Raumschiff, rechts Schiff beanspruchen. Ja. Cool. Ja, mach mal. Pulsantrieb kritisch beschädigt, hermetische Siegel, ja, okay. Nee, habe ich jetzt ein Schiff gefunden und die ganzen Sachen hier gehören jetzt mir, oder was? Hyperantrieb beschädigt, was war das noch? Impulsantrieb. Aber da steht 100%. Hermetisches Siegel. Und für dieses hermetische Siegel... Okay, jetzt habe ich das Treffpunktsignal aktiviert. Liege zum Treffpunkt im Weltraum. Erstmal muss ich irgendwie das hermetische Siegel hier reparieren. Hier. Hermetisches Siegel herstellen. So, und dann übertragen nach Raumschiff. Und zwar da rein. Metallplatte habe ich. Pulsantrieb repariert. Ja geil, jetzt kann ich mit dem wegfliegen. Tatsächlich. Boah, das ist aber... Da ist jetzt aber ein geiler Frachter. Cool. Nein, ich habe E gedrückt. Mist, das wollte ich doch gar nicht. Komm, heb wieder ab. Cool. Okay, jetzt soll ich zu dem... Da hinten ist es... Oh. Zu dem Treffpunkt. Nicht dieser Planet, okay. Erstmal raus hier aus der Atmosphäre. So. Und jetzt... Oh je, was ist das? Einmal, okay. Ich hoffe, das hat nichts mit mir zu tun. Dass die hier auf einmal spawnen. Wo ist denn hier dieser Weltraumanomalie rufen? So, da will ich nämlich mal eben hin das ausprobieren. Ich weiß nicht, kann ich mit dem Schiff dahin? Werden wir gleich sehen. Das sieht schon mega cool aus hier. So, mal eben gucken. Die Mocha. Okay, das Schiff haben wir jetzt gerade geklaut von der Oberfläche, wa? Hm. Okay. Mal eben gucken. Entdeckungen. Hier war das, glaube ich, ne? Ich müsste jetzt auf jeden Fall was abgeben können. Was habe ich denn eben gescannt?
Mineralien und Gegenstände. Ach, ich würde sagen, ich renne da jetzt einfach mal hin zu dem Typen da oben. Und hoffe, ich kann da was abgeben und dass die Mission dann weitergeht. So, ich weiß jetzt gar nicht, war das hier? Das sind Spieler. Nee, hier war das nicht. Das war hier rechts rum. Und dann war das der, ne? So, du erforscht die Grenzen, genau. Und er möchte da gern teilhaben. Und deswegen möchte er ein paar Sachen für mich scannen. Daten geben, Flora. Vielen Dank, Kleiner. Du hast dir nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Bitte nimm dieses Nanit. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. Okay. Jo. Sprich mit anderen Reisenden, um Nanit zu verdienen. Abgeschlossen. Lerne neue Technologiebaupläne. Ah, siehst du, man muss doch das irgendwie abarbeiten. Aber man wird nicht an die Hand genommen. So richtig jedenfalls. Aber das war's tatsächlich. Okay, vielen Dank für den Kommentar unter einem meiner Videos. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen, wer es war, aber das war jetzt die Lösung hier. So, lerne neue Technologiebaupläne. Ja. Lerne neue Technologiebaupläne. Ich habe ja keine Ahnung, wo ich hier Baupläne komme. Meilensteindaten übertragen. Ach, das ist jetzt wahrscheinlich dasselbe. Habe ich auch wieder einen Nanit für gekriegt. Upgrades kaufen. So, das sind jetzt... Es ist ein Modul. Wir schauen bei Protokoll. Stimmt, das muss ich noch machen. Ja, okay, ich würde sagen... In der nächsten Folge machen wir eben hier unter dem Rebellenstern die Sekundärmission mal eben, keine Ahnung, abgeben, hinfliegen, abgeben, Nanit verdienen, weiß ich nicht. Und dann machen wir den nächsten Schritt hier, wenn ich ihn denn finde. Oder war das auch eine Sekundärmission? Ja, ich muss mal gucken. Ist mir alles noch so ein bisschen rätselhaft hier. Aber gut, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.